Wie zitiert man Gesetze und Verordnungen? Ich zeige Ihnen, wie es richtig und vor allem schnell und effektiv geht. Dafür können Sie dieses PDF, das Sie hier sehen, auch runterladen, hängt in der Videobeschreibung. Da finden Sie auch nochmal Zeitstempel und können zur passenden Stelle im Video springen. Fangen wir an. Gesetze und Verordnungen nachschlagen. Wo können Sie die Dinge nachschlagen? Immer im passenden Amtsblatt. Das heißt, Sie müssen nie in die Bibliothek gehen und in ein Buch reinschauen und da das Gesetz nachschlagen. Jedes Gesetz wird in einem Amtsblatt veröffentlicht. Das ist eine Zeitschrift. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland gibt zum Beispiel das Bundesgesetzblatt heraus und darin wird jedes Gesetz mal abgedruckt und erst dann gilt das. Und jede Ebene macht das, das heißt auch die Europäische Union hat das Amtsblatt der Europäischen Union, wo drin steht, was für EU-Verordnungen gelten. Und jedes Bundesland hat auch nochmal extra Gesetz- und Verordnungsblätter, in dem eben alle die Sachen rauskommen, die dann für das entsprechende Bundesland nur gelten. Da können Sie das immer nachschauen. Allerdings haben Sie das Problem, dass da immer nur die Änderungen drin stehen bei bereits bestehenden Gesetzen. Sprich, beim HGB, dem Handelsgesetzbuch, ändert sich was. Sie gucken im Bundesgesetzblatt nach und finden dann nur raus, welche Passagen sich geändert haben. Aber Sie finden nicht den neuen aktualisierten Volltext. Den finden Sie dann bei gesetze-im-internet.de zum Beispiel. Da wäre es auf Bundesebene, das gleiche gibt es auch auf Europaebene und auf Landesebene. Ich gehe jetzt mal auf gesetze-im-internet.de und zeige Ihnen einen Volltext eines Gesetzes, nämlich eben des HGBs. Da gehe ich auf Gesetze und Verordnungen, dann auf H und dann muss ich nach dem abgekürzten Gesetz suchen. Also nicht bei HA jetzt schauen, wie Handelsgesetzbuch, sondern bei HG, HGB. So, mache ich das PDF auf und da sehen wir mal das Handelsgesetzbuch in der vollen Pracht. Da steht das Vollzitat am Anfang dran. So wird es in der vollen Fassung zitiert, brauchen wir gleich. Und hier steht auch noch die Abkürzung dran. Und natürlich der komplette Volltext. Und das geht jetzt relativ lang so. Sie werden sehen, das hört eigentlich gar nicht mehr auf. Aber wenn wir jetzt hier Abkürzung und Vollzitat schon haben, dann haben wir eigentlich schon alles erreicht, was wir brauchten zur Recherche und zum Zitieren des Gesetzes. Zeige ich Ihnen. Sie gehen jetzt her und Sie, hier steht nochmal dran, Vollzitat und Abkürzung, was es eben jeweils war, aber ich habe es Ihnen ja gerade gezeigt. Sie gehen jetzt her und benutzen in Ihrer Zitatstelle, also in der Fußnote oder eben in der Klammer im Text, nur die Abkürzung. Sie schreiben nur die Abkürzung rein, so wie hier in diesem Beispiel das HGB. Und dann kommt davor noch die Stelle, die Sie genau im HGB meinen. Und das ist das einzig Schwierige, das würde ich Ihnen jetzt noch ein bisschen detailliert erklären, also was dieses Zeichen hier heißt und was jetzt ein Absatz ist und was ein Satz ist. Das zeige ich Ihnen jetzt noch. Aber im Wesentlichen geht es darum, Sie haben hinten dran das Kürzel, die Abkürzung des Gesetzes oder der Verordnung und davor die Stelle, die Sie darin meinen. Und es gibt hier drei verschiedene Arten, das auszudrücken. Das sehen Sie hier. Die ausführliche Schreibweise, die wir hier haben, die wird vom Handbuch der Rechtsförmlichkeit auch empfohlen. Und die empfehle ich Ihnen deswegen auch, weil da kann man noch halbwegs klar auslesen, was was sein soll. Mit dem hier kann ich persönlich auch noch leben, aber das hier unten wird für die Leute, die nicht viel mit Jura zu tun haben, schon relativ kryptisch. Aber alle drei bedeuten das Gleiche und wenn sie einheitlich bleiben, können Sie eine davon wählen. Jetzt, was heißt das hier? Gucken wir uns doch mal den Paragraphen 9b beim Handelsgesetzbuch im Ganzen an. Da ist nämlich genau das gemeint. Jetzt ordne ich mich mal ein bisschen neu an, damit man das besser sehen kann. So, also diese Zwischenüberschriften sehen Sie hier schon, dieses fettgedruckte, das sind die Paragraphen. Jeder Paragraph hat ein Paragraphenzeichen am Anfang dran. Das Paragraphenzeichen wäre hier das da. Und wir haben jetzt den Paragraphen 9b gemeint in der Zitation. Schauen wir uns das nochmal an, was für ein genaues Ding da drin war. Also Paragraphen 9b, Absatz 2, Satz 3. Was heißt das jetzt? Naja, Paragraph 9 besteht aus mehreren Absätzen. Das hier wäre ein Absatz. Absatz 1 steht auch hier in Klammern. Dann kommt Absatz 2. Und dann kommt noch ein Absatz 3, ein Absatz 4 und so weiter. Das heißt, immer wenn Sie eine Unterbrechung haben im Text,
Dann beginnt ein neuer Absatz und der wird angekündigt durch diese Klammern. Das ist der Absatz. Jetzt haben wir schon zwei Informationen. Paragraph 9b und Absatz 2. Dann stand als nächstes drin Satz 3. Und Satz 3 meint wirklich den dritten Satz in diesem Absatz. Wir haben jetzt hier in dem Absatz 2 mehrere Sätze. Gucken wir uns das mal an. Muss ich ein bisschen rauszoomen. Also der erste Satz geht von hier bis da. Das wäre Satz 1. Also Paragraph 9b, Absatz 2, Satz 1. Dann kommt hier eben Satz 2. Und dann kommt hier Satz 3. Und Satz 3 hört eben nicht irgendwo auf, sondern der hat in sich drin jetzt noch diese Aufzählung. Deswegen kamen wir zu diesem Nummer noch von gerade eben. Schauen wir nochmal da rein. Wir hatten ja Paragraph 9b, Absatz 2, Satz 3, Nummer 4 des HGB. Und das heißt, dass wir von diesem dritten Satz die vierte Nummer nur meinen. Und es gilt beim Zitieren von Gesetzen und Verordnungen immer, dass Sie so genau wie möglich zitieren. Heißt, wenn Sie wirklich nur etwas meinen, das hier unten genannt wird, also Sie beziehen sich nur auf das da, dann dürfen Sie nicht einfach nur schreiben, siehe Paragraph 9b. Das wäre falsch, das wäre zu ungenau. Sie können dann schreiben, siehe Paragraph 9b, Absatz 2, Satz 3, Nummer 4. Und falls dieses Nummer 4 jetzt noch eine Untergliederung mit A und B hätte, was es jetzt hier nicht hat, dann könnten Sie noch sagen, Buchstabe, und dann eben den Buchstaben noch ergänzen. Hat es in dem Fall jetzt nicht, aber das wäre die tiefste Gliederungsebene, die Sie normalerweise haben. Gut, jetzt ist aber Ihre Frage wahrscheinlich, wie Sie das Ganze im Literaturverzeichnis abbilden. Also normalerweise haben Sie nicht das Problem, dass Sie das hier nicht hinkriegen. Das kriegen Sie noch irgendwie hin mit einer Recherche. Aber Ihre Frage ist normalerweise, ja, wie kann ich das Ganze hier jetzt zitieren und im Literaturverzeichnis darstellen? Wie mache ich es mit Zitat wie mit Endnote? Naja, es ist so, Sie brauchen im Literaturverzeichnis eigentlich gar keinen Eintrag. Zumindest dann, wenn Sie die aktuelle Version des Gesetzes zitieren. Heißt, Sie zitieren das HGB in der aktuell gültigen Fassung, dann brauchen Sie bloß in der Fußnote schreiben, Paragraph 9b und so weiter, HGB. Fertig. Sie brauchen nicht noch mehr, dann wird davon ausgegangen, dass Sie die gültige Fassung benutzt haben. Wenn Sie jetzt aber in Ihrer Arbeit verschiedene Fassungen miteinander vergleichen, wenn Sie jetzt sagen, ja, vergleiche das HGB in der Fassung von 2014 mit dem in der Fassung von 2016 und 18, dann müssen Sie mit wahrscheinlich Literaturverzeichnis-Einträgen arbeiten. Aber ansonsten, wenn Ihre Lehrkraft das nicht explizit von Ihnen möchte, reicht Ihnen die Fußnote oder eben die Erwähnung im Text mit diesem Kürzel. Mehr Arbeit ist nicht nötig und deswegen brauchen Sie auch kein Zitat oder Endnote. Falls Sie jetzt aber etwas brauchen im Literaturverzeichnis, dann wird es immer gleich aussehen. Dann werden Sie immer im Literaturverzeichnis stehen haben HGB, also die Abkürzung. Dann kommt Ihr Doppelpunkt und dann kommt diese ganze Langfassung, die wir vorhin mal gesehen haben. Also Handelsgesetzbuch in der, im da, was dann zuletzt geändert worden ist, fertig. Also nochmal im Volltext vom HGB nachgeschaut. Da zeige ich Ihnen das nochmal. Alles, was hier beim HGB dran stand, was das Vollzitat ist, das folgt hier nach dem Doppelpunkt. Und jetzt wollen Sie vielleicht wissen, wie Sie das in Citavi und Endnote hinkriegen würden oder jedem anderen Literaturverwaltungsprogramm. Zeige ich Ihnen als nächstes noch. Nochmal, das ist nur dann nötig, wenn Ihre Lehrkraft einen Eintrag im Literaturverzeichnis möchte. Normal brauchen Sie gar keinen. Normal reicht es Ihnen, wenn Sie einfach schreiben HGB. Aber falls Sie das bräuchten, dann gehen Sie her bei Citavi oder bei Endnote und Sie wählen ein Buch, eine Monographie oder ein Book, wenn es jetzt das englische Programm EndNote wäre, in dem zeige ich es jetzt auch. Und Sie tragen dann nur im Autorfeld ein, wie die Abkürzung der Norm lautet und im Titelfeld die komplette Vollzitatvariante. Sie sehen gleich warum. Aber machen wir das jetzt mal. Ich kopiere mir jetzt mal hier diesen kompletten Sums, sage kopieren. Und HGB, die Abkürzung, die kann ich mir noch merken. Jetzt gehe ich mal rein in EndNote und mache einen neuen Datensatz.
Ich zeige es mal in EndNote. Bei Citavi wäre es das genau gleiche. Man wählt Book aus. Bei Citavi wählt man Buch Monographie. Beim Autor trägt man jetzt ein das Kürzel HGB. Und beim Titel trägt man ein das komplette Vollzitat. So, fehlt mir noch ein T. Jawohl. Abspeichern. Fertig. Und jetzt kann ich dieses Ding benutzen in meinem Word-Dokument. Nehmen wir mal nochmal die alte Fußnote hier raus. Den Part kopiere ich mir gerade mal, aber jetzt löschen wir das mal. Und jetzt wollen wir das Ganze mit EndNote machen, mit einem Literaturverwaltungsprogramm. Da machen wir eben eine Fußnote oder die Erwähnung im Text. Wenn es Klammer im Text sein soll, brauchen Sie ja keine Fußnote. Und fügen das Ding ein. Wir suchen es mal kurz her. HGB. So. Jetzt steht hier das HGB dran. Natürlich nur nackig, wie sonst auch. Dann bekommt es eben noch die passenden Präfixe zugeordnet. Also Prefix bei EndNote, Präfix bei Citavi. So, jetzt habe ich noch gesagt, welche Stelle ich meine. Sie sehen, das sieht genau gleich aus. Und im Literaturverzeichnis bekommen wir jetzt hier unten die Form Autor Doppelpunkt Titel, so wie normalerweise auch. Und deswegen haben wir das vorher bei Author und bei Title eingetragen. Wir haben jetzt hier das Kürzel. Dieses Kürzel verweist, oder hier die Fußnote verweist ja genau auf dieses Kürzel. Das heißt, die Verlinkung ist gegeben. Und hinten dran steht der komplette Sums, den Sie jetzt beim Gesetz noch haben, den Sie eben immer zitieren sollen. Und so würden Sie das eben in EndNote und in Citavi machen, falls Sie überhaupt einen Eintrag bräuchten. Wie gesagt, normal reicht das hier schon. Gut, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Nochmal dieses Dokument, aus dem ich die ganze Zeit gearbeitet habe, das können Sie runterladen, hängt in der Videobeschreibung. Und falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich einfach bei mir oder kommentieren Sie unter dem Video, falls noch was unklar ist. Ich gucke mal in die Kommentare rein. Vielen Dank.